Willkommen zurück zu Paper Mario Origami King, das Let's Play, was viel zu unregelmäßig läuft. Aber ich ziehe das jetzt erstmal so durch, dass ich mehr Dream Team Bros mache, damit das neue Let's Play, wo ihr an Abstimmung übrigens teilnehmen könnt, sollte noch laufen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt diesen Part hier schaut, ich erwähne es aber mal direkt zu Beginn, geht in den Community-Bereich. Und dann könnt ihr abstimmen, welches Let's Play nach Dream Team Bros kommen wird. Na gut, machen wir weiter mit Origami King. Wir sind im letzten Part hier, obwohl, wie es aussieht, nach Toadtown zurück, um da oben den Schatz Mini mitzunehmen. Keine Ahnung, wieso ich das jetzt schon gemacht habe, aber ey, dann habe ich es hinter mir. Nase juckt mies. Wie auch immer, die Musik in Toadtown ist wundervoll. Ich liebe die Musik von Origami King. Das Kampfsystem Müll, alles andere an dem Spiel finde ich richtig gut, richtig schön. Die Weltdesigns schön, die Grafik super. Man hätte ja nicht gedacht, dass die Grafik nach Color Splash noch besser wird, aber sie ist besser geworden. Ganz eindeutig ist Mario schöner geworden. Kann ich euch übrigens auch zeigen. Hey, seid zurück, sollen wir dann mal? Ja, wenn wir herausfinden, was sie tun, ist gerne. Ich kann hier ranzoomen mit der Funktion Doppel-Home. Kann man übrigens eindrücken. Okay, sieht echt ziemlich scheiße aus. Ich hoffe, das liegt an der Capture Card und nicht am Spiel. Obwohl aus der Entfernung sieht man es auch ehrlich gesagt nicht so sehr. Egal, wie auch immer. Gut, wir müssen wahrscheinlich zu den Türen und ich habe keine Ahnung. Was hatten wir nicht? Ah, die Pfeife. Komm mal her. Taxi. So, wir haben das Feuerpergament jetzt und ja, hier drüben haben wir es geholt. Ich müsste noch herausfinden, wo ich das brauche. Ja gut, bisschen Geld. Also Geldproblem hat man im Spiel im Normalfall nicht. Ich nehme an, wir sollten direkt dahinter, also dass das Spiel das von uns will. Keine Ahnung. Also das Feuerpergament wird ja hier gebraucht. Die Frage ist nur, wir müssen ja auch noch einen Stein einsetzen, so eine Art. Wie bekommen wir den? Ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel, ganz ehrlich. Das brennt schon? Würde mein Auge gern begrüßen. Suche es zu meinen Füßen. Ah! Ich habe die Übersetzung festgehalten. Ah! Okay, ich verstehe. Es wird nicht. Es wird. Da ist es! Ah! Hey, Sie haben mir einen ganz komischen Stein ausgegraben. Was ist denn das? Er ist recht alt. Es könnte sich um einen uralten Schatz handeln. Oder um einen uralten Stein. Du solltest ihn gut aufbewahren. Auf jeden Fall. Den Rautenklunker. Wissen wir auch schon, was wir damit machen? Ich kann mich daran erinnern, ich hatte hier gar keinen Plan, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Aber jetzt, wo ich die Schrift lese, ich glaube, alles hat irgendwas mit Ausgraben zu tun. Gut. Setzen wir den doch direkt mal ein. Passt perfekt, wie niedlich. Oh, der Stein, den du da eingesetzt hast, glänzt ja ganz hell. Was passiert da, außer dass es richtig hübsch aussieht? Wieso? Wo immer der Strahl hingeht, der wird sich. Ah! Sehr gut. Ah, da bildet sich der Kreis des Feuerpergament und so. Keine Ahnung. Oder das Erdpergament, und das macht mehr Sinn. Oh, so viel Geschitte, warum sind wir gefallen? Was ist denn passiert? Das Ding hat sich eindeutig gedreht. Gut, da müssen wir jetzt noch die anderen finden. Sieh dir mal den dürren Kerl an. Schaut der jetzt nicht in eine andere Richtung?
Vielleicht wollte die Statue auch einfach mal was anderes sehen. Die dummen Sprüche von Olivia mal wieder. Wie auch immer. Kann sein, dass er aus vier Seiten kommen muss, der Strahl. Dann wissen wir ja schon mal, wo wir als nächstes hin müssen. Dann kommen wir schon mal sehr gut voran. Da oben wäre noch eine, aber hier drüben mit Sicherheit auch. Da. Ah, wey, ich glaube, ich weiß schon, wo es ist. Ich hatte doch was gesagt mit zwei Kaktussen. Ja, ich wusste es. Drecksklunker. Ich hatte was im Kopf mit zwei Kaktussen. Kakteen, Kakteen. Ich mache immer wieder dieselben Fehler. X, das weiß ich, mich zu korrigieren. Okay. Setzen wir ihn ein. Brauchen wir jetzt noch das Feuerpergamenton? Oh, es dreht sich. Könnte das der Faltkreis des Feuerpergamenton sein? Ja. Ja, nee, brauche ich jetzt nicht. So, leg mal los, Lavados. Bist in Flammen aufgegangen, Olivia. Unglaublich. Franzos haben sie mir im Studium aber nichts gesagt. Ah, oh, da habe ich jetzt aber alles ganz schön hell gemacht. Ah, ich habe dieses schwarze Wasser in Brand gesetzt. Jetzt ist es schön hell, was gute Beleuchtung für einen Unterschied macht. Hierfür auf jeden Fall. So, da wäre das zweite. Was ist überhaupt das Erdpergament dann Symbol ist? Nee, diesmal war ich vorbereitet, also bin ich nicht hingefallen. Du kannst ja auch einfach fliegen. Da macht's für dich ja keinen Unterschied. Wow. Wie auch immer, gut, das wäre schon mal das zweite. Dann müssen wir jetzt noch welche im Norden finden. Oh, dieser hat sich auch gedreht. Oh, die nächsten könnten etwas schwer zu finden sein. Wir sehen auf jeden Fall, dass im Norden noch einer ist, aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Habe ich gerade einen Weg übersehen oder so? Weil da drüben geht es ja in die Stadt und von der Stadt gibt es keinen weiteren Weg. Theoretisch müsste es aber hier drüben noch irgendwo. Es ist wieder ein anderer oder was? Aber ich bin hier so hilflos. Aber ich mal. Ey, nein! Okay. Scheiße. Nee, da fliege ich, da habe ich keinen Bock drauf. Obwohl. Nee, brauche ich jetzt echt nicht. Ey. Hab keinen Bock zu kämpfen, ich will vorankommen. Einfach A-Spam funktioniert schon. Kann Professor Toad vielleicht auch mal angreifen? Ach, wie auch immer. Wenn die auf die Fresse wollen, können sie haben. Ich hätte einfach nur einen besseren Angriff machen können. Scheiße. Reicht's bei denen? Nö. Doch. Ich bin immer zu blöd, es zu erkennen bei denen. Ja! Boah, sehr gut. Der hat doch mal was geleistet. Okay. Graben wir bei den anderen Stellen am besten auch mal.
Ich hoffe, ich mache das Spiel damit nicht etwas kaputt, dass ich noch mehr oder weniger weiß, wo man bei Stellen graben kann. Ach, das geht schon. Viel weiß ich ja eh nicht. Ah, ja, wo auch immer das hin soll. So. Okay, ich habe herausgefunden, wie die funktionieren, denke ich. Auch wenn man irgendwie an die von hinten rankommen muss. Wie auch immer, wir haben, was wir suchen und eventuell gibt es hier noch irgendwo ein Schatz Mini. Hier zum Beispiel, waren wir hier schon? Nö. Ich meine, irgendwo war noch was, aber ist jetzt auch egal. Ey! Scheißvieh. Okay, das eins, das andere zwei. Nee. Komplett verhauen. Was habe ich denn da gemacht? Egal, damit kann ich es ausgleichen. Ja gut, hier juckt es jetzt eh nicht. Ja, gut. Ach scheiße, das wird nicht reichen, oder? Nee. Greifst du noch an? Ah. Oh. Aber er macht gute Schaden. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren beim Kollegen. Ja, Professor Toad ist echt ein guter Partner bisher. Wir bekommen aber auch noch bessere. Aber natürlich wachsen die Partner auch mit uns. Mir gefällt doch dieser geile Blick vom Professor. Dieses eine Auge, so selbstbewusst zu. Das sieht schon geil aus. Gefällt mir richtig. Ich sollte meine Cam übrigens demnächst mal anpassen. Mir fällt schon auf, dass ich kaum noch drin bin. Sowas nennt man eine Facecam. Nee, ganz ehrlich, ich bearbeite es kurz. Bis gleich. So, gefällt es mir persönlich auch schon viel besser. Jetzt ist halt nur die Frage, wie ich dahinter komme. Bin etwas planlos, wie man dahinter kommt. Gibt es hier irgendwo einen Weg? Weil da hochkommen wäre jetzt nicht so einfach. Weil man kann sich doch die Map anschauen, oder? Wir waren da noch gar nicht. Ja, aber wie kommen wir denn da hin? Von Charm City doch nicht, oder? Ach, keine Ahnung. Vielleicht ja doch. Ah, wait! Hier die zwei Orte. Ja! Das sind exakt zwei Orte, die uns fehlen. Und hier stehen zwei Scheigeist, die das blockieren. Seien Sie gegrüßt. Als Träger eines Schlüssels zum Gast unseres Hotels haben Sie Zugriff auf dieses Tor zur fernwestlichen Sandpapierwüste. Geil! Das macht natürlich einiges schon einfacher. Problem ist nur, die Frage ist, ob wir den einen Klunker hier auch finden. Weil ein Klunker fehlt uns jetzt natürlich noch. Junge, leck mich, Alter. Jedes Mal aufs Neue wollen die Löcher nicht gestopft werden. Ich bin einfach zu schlecht darin.
Das sieht besonders aus. Ja, ist nur Geld. Naja. Danke dir. Dann bin ich immer noch in der vermessenen Sandpapierwüste. Ich wollte mir ein paar weniger bekannte Ruinen anschauen. Die Türme sind mir zu beliebt. Ich mache gerne mein eigenes Ding. Gute Einstellung. Was mit den Steinen da hinten? Die sehen sass aus. Jetzt könnte man da drüben graben. Oder der Kaktus hier drüben. Vielleicht auch irgendwie da rumlaufen. Lass mich verarschen. Ja, irgendwas wird hiermit sein, ganz sicher. Vielleicht auch hiermit. Man muss da rumfahren. Ja, also ganz ehrlich, wer braucht diese Schriften? Hey. Kallerstiefel. Vielleicht war es nur, weil wir es mit dem Auto nicht gemacht haben, gerade eben. Probieren wir es doch gleich nochmal aus. Ja? Okay, nehme ich. Ist in Ordnung. Wenn hier ansonsten nichts mehr ist, dann schade, aber müssen wir halt selbst herausfinden, wo wir das Kreisjuwel finden. Glitzerwurfhammer. Vielleicht auch hier irgendwo. Ich schaue mir hier gerne alles an, wenn ich dafür nicht nochmal den Turm runterlaufen muss. Nee, hier passiert nichts. Kann ich da reinfahren? Wow, und noch einer. Ist das der größte bisher? Keine Ahnung. Ich fände es nur geil, wenn ich heute noch alle vier finde. Obwohl es ja eh quasi noch der hier ist. Scheue Sonne überm Seengrund, doch wartet dort das Aug auf Fund. Scheue Sonne überm Seengrund. Hat das was mit dem See zu tun? Der See in Charm City vielleicht? Ich verstehe es nicht ganz, nur halb, aber es wird safe in Charm City sein. Es wird was mit diesem See zu tun haben. Aber ich weiß halt auch nicht, was genau. Irgendwo hier. Yes! Alter, alle vier gefunden. Das ist ein schöner Part. Der fühlt sich erfolgreich an. Bam, badadam, bam, bam. Heute schön erfolgreich aufgenommen. Aber noch rewarding. Vorhin noch hier der Part, der gestern erschienen ist aus eurer Zeit. Der war schon richtig erfolgreich von Dream Team Bros. Und dieser hier jetzt auch nochmal. Also ich hatte übrigens schon überlegt, ob ich eine Überlänge machen soll für die Origami King Parts, aber ich versuche weiter bei 30 Minuten zu bleiben und Ausnahmefälle sind dann halt 40 Minuten. Dann los, möchtest du dieses Mal das ganze Brimborium lieber überspringen? Ja.
So, 3 von 4. Professor, sind Sie okay? Ah, ja, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie anstrengend Archäologie sein kann. Ja, wenn man mit, Mario reist auf jeden Fall. Aber du bist uns eine große Hilfe. Bitte verlass uns nicht, Professor Toad. Dieser Turm zeigt jetzt auch in eine neue Richtung. Das machen sie anscheinend alle, was? So, haben wir hier eigentlich. Ah, wir haben das Ding komplett. Es fühlt sich doch schön an. Auch wenn wir einige Orte nicht komplettieren konnten sofort, so werden wir sie doch in Zukunft schaffen. Seien Sie gegrüßt, der Träger eines Hotelschlüssels, lassen wir Sie herein. So. Ah, da chillen auch direkt 2 Toads. Okay. Ja, geil, ich habe mir nicht gemerkt, wer wo ist. Obwohl der hier vor mir besitzt. Ah, ich. Ja, okay, ich weiß, was zu tun ist. Ja, keine Ahnung. Ich hab's mir nicht gemerkt, okay? Verurteilt mich nicht. Bin grad planlos. Ah, okay. Ich verstehe. Ne, die Kala-Eisenstiefel gehen auf die. Sind wahrscheinlich mies verschwendet, aber ist jetzt ja auch egal. Kala-Hammer kann ich auch nochmal auspacken. Hauptsache, wir kommen hier voran. Wir haben das Zeug ja schließlich, um es zu benutzen. Ich habe mir nicht gemerkt, wo die sind. Tauchen die wieder auf, wenn ich wieder gehe? Safe, oder? Ja. Okay, wieso auch immer die Skorpione mit verschwinden? Ja, beide am selben Ort. Einer hier oben. Und der andere hier drüben, irgendwo. Ja, dann, keine Ahnung, wo der andere jetzt hin ist. Volltreffer! Ey, Grab halt wo, da, wo der war, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Wo ist der hin? Dann halt noch ein drittes Mal anschauen. Als ob ich da nicht gegraben habe. Wie auch immer. Diesmal merke ich es mir einfach genau. Okay, der genaue Ort ist hier. Danke. Korrektor. Aber lang muss ich den Part hier eh nicht mehr machen. Was steht hier? Gefahr, Graben auf eigene Gefahr. Lasst es vielleicht einfach. Ja, nee, ich gehe auf die 100% Jagd. Oh, danke, was denkst du, wofür diese Türme gebaut worden sind? Macht ihr jetzt coole Deko im Hintergrund? Dachte oder so? War das von den Entwicklern gewollt, dass, dass man das erfährt? Das finde ich geil. Jetzt das letzte Ding. Toll, ich freue mich immer, wenn wir einen von diesen dürren Kerlen finden.
Auf diesen Ort könnten wir. Haben wir schon alles? Wir haben schon den Ort komplettiert. Ja, dann gibt es für uns hier nichts Wichtiges mehr. Dann können wir direkt weiter. Umso geiler natürlich. Dann los. Ja, ich will es überspringen. So, der letzte. Es ist das Erdpergamentdonnenkreis. Das Erdpergamentdonnenkreis. Der Kreis des Erdpergamentdons ist das. Moment mal, ich muss doch gar nicht hinfallen, oder? Ich schwebe. Ja, diese Dummheit hat die anderen gerade zum Umfallen gebracht. Junge. Ja, gut. Wir wissen, wo es für uns lang geht. Ja, dieser hat sich auch gedreht. Perfekt, Speicherblock ist hier trotzdem, nutzen wir ihn doch einfach mal. Aber sowieso nicht. So, zumindest zwei Gebiete hier haben wir schon mal 100%. Jetzt kommt gleich noch ein weiteres Riesengebiet dazu. Ist mir durchaus bewusst, dass der nächste Teil jetzt etwas gehen wird. Und naja, den Tempel des Feuerpergamentons haben wir sofort abgeschlossen. Herr Professor, ihr scheint die gelbe Luftschlange zu enden. Aber wir kommen nicht an ihr Ende heran, um sie zu lösen. Na, ja, dann sehen wir doch mal, was die Seite in Schrift besagt. Wenn Finsternis den Sand bedeckt, Chamsis Tempel sich versteckt. Oh nein, da steht rein gar nichts darüber, wie wir unter den Wüstensand gelangen können. Liebe Zeit, das muss ein Hinweis auf den Tempel von Chamsis sein. Könnte es sein, dass er hier irgendwo vergraben ist und unter dem Sand schlummert? Das wäre fantastisch. Stell dir mal vor, wie das ist, unter dem Sand zu schlafen, ganz ohne Kissen oder Decke. Vielleicht können wir den Tempel fragen, ob er, wie er das gemacht hat, wenn wir ihn aufwecken, um zur Luftschlange zu gelangen. Bist du dumm? Das ist neu, leuchtet da jetzt etwas? War das schon immer da? Hey, könnte das der Faltkreis des Erdpergamentons sein? Ja, den haben wir gerade die ganze Zeit erscheinen lassen. Nein, ich will das nicht nochmal hören. Okay. Mach das mal eben. So. Toads. Die Luftschlange führt zum oberen Eingang, aber leider bedeckt sie noch gleichzeitig. Du liebe Güte, hier muss es sich tatsächlich um den Tempel von Chamsis handeln. Was war also damit gemeint, dass er sich versteckt? Jeden Fall, der hätten wirklich eine Schwäche für kryptische Hinweise. Mein Mikro stand im Weg. Professor, meinen Sie, dass wir zur Luftschlange kommen, jetzt da der Tempel aufgewacht ist? Sie führt direkt in die Spalte, sehen Sie? In der Tat, das Ende der Luftschlange scheint sich im Inneren des Tempels zu befinden. Schnell, suchen wir den Eingang. Ja, der ist hier unten. Gut, aber die 30 Minuten sind voll. Ich hoffe, dass hier noch ein Speicherblock ist. Ja, dann ist alles easy. Werden hier noch voll gemacht, sehr geil. Gut, hier erwartet uns der dritte Boss. Hier sind überall Hieroglyphen. Keine Ahnung.
Ja, es scheint wirklich so, als wäre das hier die letzte Ruhestätte von König Chamsis. Weiterhin ist mir nun klar, dass der Tempel von einem raffinierten Sicherheitsmechanismus unter die Erde bewegt wurde. In so einer Löschdiskette kehrte der Tempel dann aus Sicherheitsgründen an die Oberfläche zurück. Und dann hat der Tempel also nicht einfach nur ein Schläfchen gemacht? Nein. Es handelt sich um einen königlichen Tempel, der Eindringlinge und, nun ja, unautorisierte Besucher fernhalten soll. Sind bei der Erkundung des Tempels in jedem Fall vorsichtig sein. Alle Wahrscheinlichkeiten nach steckt er voller Fallen. Ja, perfekt. Hey! Das ist ja schon die erste. Ey, runter! Scheißviecher. Perfekt, Alter. Wir sind im fucking Chamses Tempel. Ist hier irgendwo ein Speicherblock, weil ich würde gerne den Part beenden. Das ist dann wohl nein. Gut, gehen wir nochmal raus. Sehe ich hier einen Speichervorgangzeichen? Nein. Egal, lasse ich die Switch halt an und werde nicht das Ding wechseln. Hoffe ich zumindest. Gut, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Part und ciao.